So Leute, nach getaner Arbeit, bum tschicka, wow, geht es heute weiter in Skyrim und ja, was habe ich gemacht seit dem letzten Mal? Ich habe ja angekündigt, dass ich den letzten Schritt, ihr seht es oben gerade, wir haben eine neue Stufe erreicht, den letzten Schritt zur Stufe 34 schaffen wollte und ja, hab mir da wirklich gesagt, ein bisschen durch Lockpicking habe ich mir so diesen letzten Skill geholt. Und das hat einen relativ einfachen Grund, denn ich möchte heute diesen letzten Punkt bei der Schmiedekunst holen. Wir haben zwar 100 in der Schmiedekunst, das Problem ist momentan, wir können Waffen nicht verzaubern. Seitdem ich wieder Skyrim mache, höre ich, verzauber endlich mal deinen Bogen oder geh mal an den Schleifstein, mach den besser. Konnte ich nicht, weil ich den arkanen Schmied bisher nicht gelernt habe. Das war unser Ziel und das können wir jetzt mit dem Stufenaufstieg endlich machen. Kaufen uns den Skill jetzt mal. So, und das heißt, wir können heute endlich unsere Waffe verbessern. Ich habe aber noch ein bisschen was gemacht. Nicht viel. Freya steht hier immer noch rum. Ich habe sie dann doch mal aus der Kammer rausgelassen. Ganz und unmenschlich wollte ich nicht sein. Ich habe hier den Raum ein bisschen weiter eingerichtet. Also ist jetzt nichts Großes, was hier passiert ist. Ich habe hier nochmal einen weiteren Ständer hingestellt. Hier auch. Ich habe meine Dolche, die ich habe, habe ich hier in die Displays reingetan. Ich dachte, dafür muss ich euch jetzt nicht unbedingt dabei haben. Und was für mich halt ganz wichtig war, ich habe alle Gegenstände, die ich im Altenheim, im Briesenheim hatte, habe ich hier rüber geholt. Das heißt, ich habe mir hier einen Tresor hingestellt, wo ich jetzt zum Beispiel die ganzen Handwerksmaterialien drin habe, die für den Hausbau wichtig sind oder zum Beispiel zum Schmieden, wie die Drachenschuppen. Das zum einen, dann habe ich zum anderen, wir gehen mal ganz kurz hoch, denn oben habe ich jetzt von der Einrichtung her nichts verändert, aber ich habe auch mal alle Bücher, alle Briefe, die wir hatten. Ihr seht es hier, Notizen, unten die Bücher habe ich geholt, habe die hier reingetan. Also einfach so ein bisschen ein paar optische Sachen. Sonst, wie gesagt, das ist alles noch wie vorher, nur dass ich einfach meine Waffenräume ein bisschen ausgerüstet habe. Gut, jetzt wollen wir heute mal unsere, ich könnte mich dann wieder anziehen, ich meine, nach getaner Arbeit darf man auch wieder die Kleidung anziehen. Ziehen und das heißt, so unsere Drachen Schuppenpanzerrüstung. Wir ziehen mal Volsung an als Maske, denn es könnte sein, dass wir die besseren Preise benötigen. So, das Diadem. Achso, Diadem ist Kopf. Oh, okay. Ja, dann bleiben wir bei Volsung. Waffen, ja, da haben wir unseren Bogen. Ja, brauchen wir jetzt natürlich momentan nicht, aber gut, den dabei zu haben. Gut, Freya, du bleibst mal kurz hier. Du passt auf die Frau des Hauses auf. Ansonsten hier hinten, ihr seht's, ich habe hier einfach mal so ein simples Schwert, was ich irgendwo noch rumfliegen hatte, drangehangen mit einem Schild. Ist ganz schick. Hier hängt die Spitzhacke, Stab der Zombies und ganz wichtig, das muss ich auch noch ganz kurz zeigen, bevor wir jetzt wirklich an die Schmiede rausgehen. Ja, beziehungsweise an den Schleifstein. Ich habe in case of emergency natürlich hier die Holzfällaxt. Das wichtigste Stück, damit ich ihn nicht immer suchen muss. Oh, Ayela aufgewacht? Hä? Was stöhnst du denn dann? Ah, gut, ich meine, ich kann verstehen, dass du stöhnst, junge Frau, aber ich bin doch schon gegangen. Gut, was brauchen wir heute? Also, wir brauchen Handwerksmaterialien. Denn wir wollen heute nicht nur. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel brauchen wir denn? Wir haben wieder. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist besser, wenn ich mal eben meine Rüstung und alles hier lasse. Ja, das ist, glaube ich, weil ich trage schon wieder so viel und ich weiß gerade gar nicht warum. Ich habe eigentlich alles rausgetan. Hier habe ich noch ein paar Bücher drin. Genau, die Bücher habe ich übrigens auch gekauft. Die können wir mal anwenden, denn es gibt so einige Zauber, die ich noch nicht gekauft habe, wie zum Beispiel Funken können wir schon. Heilung kennen wir auch schon. Kerzenschein, Lautlosigkeit. Die Seelenfalle kennen wir auch schon. Beständiger Schutz noch nicht. So, was haben wir hier noch? Das war es, glaube ich. Ein Rezept über Unsichtbarkeit. Ich frage mich nur gerade. Achso, genau, ich habe schon Handwerksmaterialien hier drin. Gut, das ist sehr gut. Da habe ich schon ein bisschen vorgedacht. Also gehen wir mal raus an den Schleifstein. Und dann will ich mich jetzt endlich mal darum kümmern, dass einfach unser Bogen ein bisschen besser wird. Denn es geht einfach besser. Und ich hoffe, ich habe die Drachenschuppen jetzt in der Tasche. Die habe ich im Tresor gelassen, glaube ich. Das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Ist aber nicht ganz so schlimm, denn ich wollte auch direkt den nächsten Flügel ans Haus anbauen. Und da müssen wir auch tatsächlich draußen sein wieder. Also wir werden heute nochmal so einen kleinen Einschub machen mit Hardfire und beim nächsten Mal geht es dann tatsächlich wieder zurück. Wir werden mal mit hier Roloff und nicht Roloff, wie hieß er, Ralif, ihr wisst schon, der Kerl, der von die Ausgrabung macht, der hat uns ja einen Brief geschickt und gesagt, hier, ich bin weitergekommen, wir brauchen wieder Kohle vermutlich. So, ja,
Gehen wir mal gucken. Diesmal keine Riesen, die uns erwarten. Ist ja schon mal sehr positiv. So, jetzt gucken wir mal. Wir nehmen mal zum Schleifstein. So, und jetzt sehen wir, wir brauchen Ebenerzbarren, um den Bogen besser. Wir gucken mal, was es bewirkt. Momentan einen Schaden von 46. Wenn ich jetzt das anwende, komme ich auf 70. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das das höchste der Gefühle ist, denn ich glaube, es gibt Potions und ich glaube, ich habe da sogar eine von. Lass mich mal gucken. Ich glaube, es gibt so Potions, die das ein bisschen verbessern. Wenn ich mich, ich war mir eigentlich relativ sicher hier. Jetzt wäre natürlich gut hier irgendwas, die Verbesserung. Das ist kurzzeitig, steigert die Fertigkeit schwere Rüstung. Ich dachte, es gibt irgendwie so einen Trank der Schmiede oder sowas. Gesundheit heilt alle Krankheiten. Ja, das sind ja ganz normale Schlossknackens, Zierkunst. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich einen Schmiedetrank hatte. Mal ganz kurz durchschauen. Ausdauerschaden, Anfälligkeit für Frost. Des Waffenschmieds. Von Waffen und Rüstung. Aber für 30 Sekunden. Na gut, das bringt mir dann nicht ganz so viel. Na gut, dann machen wir es einfach mal. Wir verstärken jetzt mal den Bogen, wodurch der legendär wird. Er wird legendär. So, 70. Ja, das kostet uns ein Ebenerzbarren. Kein Problem. So, Bogen verstärkt. Wir sehen es und ein 70er Schaden. Das ist doch schon mal nett. Das ist schon mal ein ganzes Stück besser als vorher. Glüht er jetzt auch so schön oder... Schade. Gut, dann gucken wir an der Werkbank, denn wir können mit Sicherheit auch die Drachenschuppenrüstung verbessern. Wir sehen es gerade hier. Dafür brauche ich eine Drachenschuppe, die habe ich drin. Aber wir gucken mal, was es bewirkt. Momentan Rüstung 51. Oh, 75. Ja, das ist natürlich auch eine deutliche Verbesserung. Warte mal, Sekunde, was brauchen wir noch? Schattenhandschuhe, Leder brauchen wir dafür. Das haben wir. Auf 18 kommen die. Die Stiefel kommen auch auf 18. Auch Leder, Wollsung können wir auch verbessern. Oh, auf 39. Das ist natürlich, was macht denn der Helm, wenn wir den veredeln? 32. Da ist Wolzung sogar besser auf 39. Ja, wisst ihr was? Das machen wir. Die können wir hier sogar direkt verbessern. Herstellen. So, verbessert. Rüstungsschutz 39. Hatte ich Wolzung jetzt direkt an oder habe ich ihn gerade ausgezogen? Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ja, haben wir an. Legendär. Sehr schön. Und jetzt wollte ich mal eben... Ich bin mich... Die ist leer. Den nächsten Flügel direkt anbauen, wenn wir jetzt eh draußen sind, weil wir müssen ja die Drachenschuppen wieder von innen holen. So, also wir haben jetzt die Möglichkeit, im Norden und im Westen noch was anzubauen. Und im Norden Alchemielabor, Lagerraum oder Trophäenzimmer. Ich muss ja zugeben, Alchemielabor brauche ich jetzt nicht unbedingt selbst, um ehrlich zu sein. Lagerraum, ich meine, ich habe überall Lagerungsgegenstände, ist jetzt auch nicht so unbedingt das Wahre. Ein Trophäenzimmer klingt schon ganz cool. Auf der anderen Seite, wir haben die Möglichkeit, ein Gewächshaus, ein Schlafzimmer und ein Verzaubererturm. Verzaubererturm könnte natürlich echt ganz praktisch sein, da nicht jedes Mal in die Stadt zu müssen. Auf der anderen Seite ein Gewächshaus. Ich glaube, wir bauen den Verzaubererturm. Machen wir einfach mal. So, stellen uns mal die Pläne dafür her. So, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe genug Rohstoffe dafür bei. So, natürlich nicht genug Bruchsteine, Eisenbeschläge, ja, also alles fehlt mir. Sehr schön. Gut, dann, wir müssen ja eh rein, was soll's, nehmen wir mal kurz die Ladesequenz in Kauf. Holen uns alle Gegenstände, wobei dann werde ich wahrscheinlich wieder überladen sein und schleich wieder durch die Gegend wie ein alter Mann. So, Drachenschuppen, damit ging es schon mal los. Ja, wir nehmen einfach alles mit, was wir hier drin haben, denn, wie gesagt, ich habe hier ja diese ganzen Materialien gebunkert. Wobei, Drachenschuppen brauchen wir jetzt nicht so viele, aber die sind auch relativ, gucken wir mal. Aber es ist alles relativ schwer, ich bin bei 342, also wir nehmen einfach alles mit und nehmen es in Kauf zu schleichen. Ich habe ich euch, glaube ich, gezeigt, die Handwerksmaterialien, so für Alchemie, die habe ich hier eingelagert. Also so Seelensteine und sowas. Also ich habe wirklich alles schön übersichtlich gemacht. Jetzt wäre es aber vielleicht ganz praktisch, den Wirbelwind-Sprint drauf zu haben. Dann kommen wir wenigstens schnell durch unser Haus durch. Gegen die Wand. Schnell durchs Haus durch, gegen die Wand. Ja, früher, als ich noch Abenteurer war, da wollte ich auf ein großes Abenteuer gehen und dann kriegte ich einen Pfeil ins Knie. Ich weiß, Leute, ist nicht 1:1 zitiert, darum ging es ja bei dieser Sache jetzt auch nicht. Ach ja,
Ja, Skyrim, also ich muss echt zugeben, und ich habe das, wer mir auf Twitter folgt, @SaschaW übrigens, ich habe das da schon mal erwähnt, dass ich extrem viel Spaß wieder an Skyrim habe. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob es einfach daran liegt, dass ich es jetzt wirklich so lange nicht gespielt habe, oder ob es irgendwie daran liegt, dass die DLC einfach gut sind. Ich meine, die ganze Story mit Mirak finde ich ja schon sehr interessant, und ich muss ja auch zugeben, ich meine, ihr seht es ja daran, dass wir so häufig jetzt hier Häuser gebaut haben. Es ist am Ende einfach die Tatsache, dass ich hier plötzlich ja so viel ja bauen kann, und das ist einfach was, das macht mich extrem an so einem Spiel an, um ehrlich zu sein. So, wir verbessern jetzt erstmal den Drachenschuppenpanzer. So, dann die Handschuhe machen wir auch. Oh, erlesen. Die sind gar nicht legendär, die sind nur erlesen. Ah doch, ich habe nicht herstellen geklickt. Mein Fehler, ich habe hier auch nicht herstellen geklickt. Jetzt aber. So, ja, die Stiefel dann auch. So, ja, den brauchen wir jetzt nicht ändern. Gut. Das heißt, wir haben schon mal alle unsere aktuellen Ausrüstungsgegenstände. Die sind jetzt auf einem richtig guten Level. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das war Fundament und sowas. Okay, Keller. Also Eisenbeschläge, Schloss und Nägel. Also ich brauche noch zwei Eisenbeschläge, drei Schlösser. Mein Gott. Also eine ganz schöne Menge diesmal. Hoffentlich habe ich dafür genug Materialien. Gucken wir mal. Baumaterialien. Wir haben zwei Eisenbeschläge noch. Eins, zwei. Nägel brauchten wir mehr. Und Schlösser. Eins, zwei, drei. Zur Sicherheit auch schon mal ein Scharnier. Da werde ich auch noch eins von brauchen, vermutlich. So, dann können wir schon mal die Tür machen. Und damit steht dann wahrscheinlich auch das Grundstück. Ja, da sind die Türen. So, das Fundament stellen wir auch direkt auf. So, natürlich den Fußboden. So, was haben wir hier? Sekunde. Haupt. Ach so. Was fehlt mir? Ach so, Nägel brauche ich da gleich wieder. Gut, den Boden machen wir auch. Ich laufe da jetzt nicht zu jedem Schritt rüber. Wobei, wir müssen den Turm eigentlich schon sehen. Aber wir gucken doch mal ganz kurz, weil der müsste ja hier an der Seite jetzt stehen. Wenn ich so schleichen würde, dann wäre das auch ein ganzes Stück lustiger. Ja, ich könnte jetzt am laufenden Band alte Männerwitze machen, aber ich meine, mit 30 ist das irgendwie so ein bisschen, als würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden. Wo ist er denn? Ich dachte eigentlich, der wird hier an der Seite gebaut werden. Sehr kurios. Ja, was soll ich machen? Erstmal ein paar. Was brauchen wir? Nägel brauchten wir, glaube ich, noch. Und was ich gleich auch noch machen werde, wo wir jetzt heute schon mal hier unseren großen Schmiedetag haben. Ich werde mir gleich noch eine vernünftige Einhandwaffe und ein Schild schmieden. Denn auch wenn wir bisher primär mit unserem Bogen unterwegs sind, ich will mal einfach ein paar Level machen. Und dafür muss ich einfach eine vernünftige Einhandwaffe und Schild haben. Denn wenn ich mal in meine Fertigkeiten reingehe, wenn hier gespeichert ist, werdet ihr sehen, dass ich glaube, Einhandwaffen sind sogar im relativ guten Level. Aber Blocken ist nicht besonders hoch momentan. Wir schauen mal ganz kurz. Wo waren das? Hier runter. Zweihändig ist zum Beispiel relativ nicht. Wir können so eine Zweihandwaffe machen. Die ist aber, glaube ich, nicht im Blocken so gut. So, wo war es denn hier? Taschendiebstahl, Alchemie, Illusion. War nicht irgendwo Blocken drin oder habe ich es? Hier ist Blocken. Blocken haben wir zum Beispiel momentan auf 16. Also, das will ich wirklich mal ein bisschen erhöhen. Und Schild und Einhandwaffe wird da helfen. Also, da gucken wir mal, was wir Schönes herstellen können gleich, würde ich sagen. Das wird keine Endlösung sein, aber weil, wie gesagt, Pfeil und Bogen ist immer noch meine Primärwaffe. Aber ich will zumindest mal schauen. So, die Stützen für den ersten Stock und Wände fürs Erdgeschoss. Ja, haben wir von allem noch genug. Wände im Erdgeschoss, Wände im ersten Stock, die Decke, die Spitze. Wollen wir einen Keller drunter bauen? Brauchen wir einen Keller? Der gilt, glaube ich, fürs ganze Haus, oder? Komm, wir bauen mal einen Keller drunter. So, das war's schon. Jetzt sollte der Turm eigentlich auch sichtbar sein. Eigentlich. Wenn ich hier nicht so schleichen würde gerade. So, ah, da steht er. Ach, ist er nicht schön? Komm, wir machen das mal hier ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen Licht. Und Sascha sagte, es werde Licht. Und er sah, es war gut. So, da ist er. Ja, schön. Können wir uns auch irgendwo draufstellen? Mit Sicherheit. Ja, hat doch was. Ich frage mich immer, ob wir hier Tiere reinkriegen, ob wir da mit irgendjemand sprechen müssen.
So, jetzt wollte ich natürlich direkt an die Schmiede gehen, habe ich gesagt. Wenn wir die ja schon eh hier haben. Und ist natürlich jetzt die Frage, stelle ich was aus Drachenmaterial her? Wir gucken mal ganz cool. Also Rüstung brauche ich natürlich nicht. Für mich geht es jetzt um Schild. Der ist eine schwere Rüstung. Mal gucken, vielleicht bei Dedra. Dedra haben eigentlich ganz coole Waffen. Ich glaube, es könnte sich lohnen, vielleicht so eine schöne Einhandwaffe von den Dedra herzustellen. Hier ist zum Beispiel unser Dedra-Bogen drin, den wir ja auch nutzen. Dolch, Helm. Hier, so ein Kriegshammer oder sowas. Sieht ja eigentlich ganz nett aus. Braucht ein Dedra-Herz zur Herstellung. Gefällt mir optisch eigentlich schon mal ganz gut. Wollen wir den mal herstellen? 29 Schaden. Der macht jetzt so viel Schaden wie unser Streitkolben vom Molag Bal. Und den kann ich ja hier nochmal aufwerten. Ich wollte jetzt aber. Der Streitkolben macht auch 29, aber ich hätte mal Bock auf eine andere Waffe. Also, na, Schwert ist jetzt nicht so unbedingt meins. Hammer wäre natürlich was. Komm, wir stellen den mal her. Was soll's? Wir haben ja die Materialien. So. Ja, wir tragen zu viel, wir wissen's. So, jetzt brauchen wir noch ein Schild. War hier kein Schild drin? Ah, jetzt habe ich das Problem. Wisst ihr was? Was sieht denn gut aus? Vulkanglas. Gibt es hier keine schönen Schilde? Ich meine, ich habe eh die Materialien jetzt nicht. Hier brauche ich zum Beispiel drei veredelte Malachiten noch. Das sieht natürlich schon nett aus. Gucken wir nochmal bei Drache. Da war doch auch ein Schild gerade drin. Aber es war eine schwere Rüstung. Schade. Da ist hier so ein leichten Schild. Ist ja echt kein Leichter drin. Doch, da ist er doch. Leichte Rüstung. Zwei Lederschwein, vier Drachenschuppen. Ja, komm, stellen wir her. Bingo. So, beides hergestellt. Damit sind wir gut ausgerüstet. Jetzt veredeln wir das Zeug natürlich direkt. Ich vermute mal hier dran. So, hier der dädrische Kriegshammer. Braucht zwei Eisen, Ebenerzbarren. Mal gucken, was macht. Oh, 40 Schaden. Ja, wird verbessert. So, jetzt brauchen den Schild haben wir vermutlich bei Bekleidung drin. Also wird der über die Werkbank verbessert. Da ist er. Drachenschuppenschild, gucken wir mal. Was jetzt von 40 auf 48? Oder habe ich das? Das wäre jetzt nicht so viel. Oh, 36, ja. 36 auf 48, legendär gemacht. So, sehr schön. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Objekte. Setze ich natürlich auch direkt mal als Favorit. Zum einen. Da, der ist der Kriegshammer. Soll direkt mal als Favorit hinzufügen und ausrüsten. Und zum anderen dann natürlich den Schild. Wo haben wir denn da oben? Drachenschuppenschild. Auch als Favorit setzen. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, was mit dem Favorit ist, das ist, wenn ich hier die Dreieckstaste drücke, kann ich Favoriten bestimmen. Und das sorgt dafür, dass ich dann hier immer dieses Schnellmenü aufrufen kann, wo quasi meine ganzen Favoriten drin sind. Da muss ich nicht immer, wenn ich zwischen Zaubersprüchen oder zwischen Waffen wechseln möchte, jetzt unbedingt. Wo ist denn. Jetzt sag nicht, dass dieser Kriegshammer ist zweihändig. Das wäre natürlich doof. Da stand aber nicht zweihändig bei. Oh, es ist zweihändig, verdammt. Links und rechts ist das. Ja, sieht aber schick aus, um ehrlich zu sein. Ja, gut. Da müssen wir uns noch irgendwas Einhändiges herstellen. Aber da stand. Ich dachte immer, da stand bei einhändig und zweihändig. Mal gucken, was haben wir denn jetzt noch, was wir herstellen können? Ja, irgendein Schwert oder irgendwas. Hier ist schon mal nichts drunter. Habe ich noch Dedra-Artefakte? Ein Dolch kann ich mir herstellen. Ebenerzbarren fehlen mir natürlich jetzt. Ja, das ist natürlich doof. Ja, hier steht nämlich Dedrischer Zweihänder bei. Und hier steht Dedrisches Schwert, ein einhändiges. Was macht denn. Ich meine, ich will nicht mehr einen Streitkolben haben, um ganz ehrlich zu sein. Das ist jetzt nicht so. Ja, ich meine, Kriegshammer. Sollte man jetzt darauf schließen, dass es zweihändig ist? Ich weiß nicht. Also, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Wir können ja mal schauen. Ebenerz haben wir jetzt eh nichts mehr. Aber zumindest mal gucken, was die Stats hier sind. Streitakt wird dann vermutlich auch zweihändig sein. Ist auch ganz schick, um ehrlich zu sein. 35. Ich dachte echt, der Hammer wäre echt zweihändig. Wir gucken mal. Haben wir nicht noch irgendwas? Ich will ja nur irgendwas Kleines für die andere Hand haben. Aber das ist natürlich alles von den Stats her nicht besonders gut. Hier das Zeug. Ist eigentlich schade, dass es nicht irgendwie noch bessere Rezepte gibt. Oder dass man durch die DLCs neue Rezepte kriegt. Oder vielleicht kriegt man die noch, aber wir haben sie noch nicht gesehen. So, was war das hier? Bogen, Kriegsaxt. Ja, das ist wahrscheinlich für Einhand, denke ich mal. Aber, ja, 20, ne. Weil Kriegshammer ist dann wert. Aber vielleicht gibt's die. Wisst ihr was? Wir holen uns nochmal.
Wir gehen mal zu Ayela, weil die hat normalerweise auch immer ein paar Sachen dabei. Ich frage mich echt, warum. Ich sollte vielleicht mal die ganzen Handwerksmaterialien raushauen, damit wir. Jetzt mache ich jetzt mal eben. Ich lager die mal eben um, damit wir uns wenigstens hier frei durchs Haus be bewegen können. Wobei es auch doof ist, weil ich will ja die Einrichtung vom Alchemieturm eigentlich eben noch kurz machen. Egal, wir reden mal eben kurz mit Ayela. Da ist sie direkt. Passt auf! Ja, ist ja gut. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Sonst magst du es, wenn ich dich von hinten anstupse, Frau. So, was habt ihr zu Werft verkaufen? einen Blick darauf. So, ich hoffe, du hast Ebenerzbarren dabei, Frau. Natürlich nichts. Es wäre auch zu einfach gewesen. Es wäre wirklich zu einfach gewesen. Ja, gib mir zumindest noch ein paar Heiltränke. Kann ich dir vielleicht ein bisschen was verkaufen? Lass mich schon mal schauen. Du hast ja fast 900 Gold dabei. Ja, ein D3-Herz wollte ich dir nicht geben. So viel bedeutest du mir dann auch nicht, meine Liebe. Nee. Ja, das Problem ist die ganzen Materialien in der Tasche. Gut, wir gehen mal eben kurz zum Turm. Hier wahrscheinlich ist hier der Durchgang. Ja, es ist heute die besonders langsame Ausgabe von Minecraft. So. Sollten hier nicht Stufen nach oben sein? Ich meine. Oh, ist der Turm nur von außen zugänglich? Das wäre doof. Beim Gucken. Hohes Regal, Waffenständer, Regale, Außenbereich, ein Stuhl. Ah, hier können wir uns den Verzauberertisch hinstellen. Was brauche ich dafür? Mächtiger Seelenstein. Ja, den habe ich, aber nicht gerade hier. Ein Kohlebecken. Ja, ganz, ganz, ganz großartig. Ganz großes Kino, was hier gerade passiert. Ja, wisst ihr was? Wir langen jetzt erstmal das Zeug aus, weil ich will mir den Turm mal von draußen anschauen. Ich meine, wenn der so viele Stockwerke hat, dann werde ich ihn auch irgendwo nutzen können. So. Das Schöne ist natürlich jetzt, ich kann hier wirklich alles raushauen. Wobei. Ja, wir bauen doch nicht den nächsten Anbau, den sparen wir uns nochmal. Wir wollen ja jetzt nicht wieder minutenlang. Oh, ne, Geld behalte ich. Geld kann ich gebrauchen. Oh, wie der Topf da reinkommt, weiß ich jetzt aber auch nicht. Ja, all das Zeug, was ich im ersten Moment erstmal nicht brauche, was für den Hausbau gedacht ist, kommt hier in den Tresor rein. Ich hätte schön gefunden, wenn man irgendwie so einen Wandtresor gehabt hätte. So, also ihr seht schon, dadurch, dass ich jetzt hier meine ganzen Vorräte rausmache, ja, es sinkt einfach, also meine Traglast. Das heißt, wenn wir hier. Das Stroh ist auch fürs Haus, die. Hit, der veredelte Mondstein, die Ziegenhörner und das Zwergenmetall. So, jetzt bin ich bei 127 Traglast. Also zukünftig werden wir keine Probleme mehr haben, dass wir zu viel Zeug mit uns rumtragen. Ganz im Gegenteil. Also wir können jetzt wieder massig Zeug sammeln, wenn wir dann im nächsten Video zurück nach Rabenfels gehen und uns da wieder um die nächsten Quests kümmern. Und wie gesagt, das wird definitiv so sein. Das ist jetzt ein einmaliger Einschub mal wieder, dass ich hier so ein bisschen Zeug machen will. Aber ich glaube, wir springen wirklich nochmal nach Weißlauf, weil ich will mir noch irgendeine Einhandwaffe. Und wenn es am Ende das Schwert ist. Oh, ich habe jetzt natürlich. Das war natürlich jetzt ganz doof. Vielleicht hätte ich da die Dedra-Herzen nicht rauspacken sollen. Und alle Schmiedematerialien. Wobei wir können natürlich auch direkt neben dem Tresor gleich schmieden. Das heißt, wir müssen ein bisschen hin und her springen. Aber naja, das seid ihr mittlerweile eh so ein bisschen gewohnt. So, ich wollte mir aber mal kurz den Turm anschauen. Da kann man doch mit Sicherheit irgendwie hoch. Oder war ich im falschen Raum? Ist der Zugang irgendwo weiter hinten? What the what? Irgendwie muss man auch da hochkommen. Wisst ihr was? Wir machen das mal so. Wir springen jetzt erstmal eben kurz nach Weißlauf. Holen uns da, was waren es? Ebenerzbarren, die wir brauchen für dieses dädrische Schwert. Kommen zurück, gucken nochmal, weil. Ah, wahrscheinlich im oberen Stockwerk. Im oberen Stockwerk von unserem Haus kommt man vermutlich ins obere Stockwerk von dem Turm. Ja, klar, macht Sinn. Ja, manchmal braucht es halt ein bisschen länger, bis ich darauf komme. Und ich überlege gerade, ihr wisst schon wieder, was jetzt kommt, ob wir hier schon Cut machen. Wir sind bei 24 Minuten. Ja, komm, wir holen uns mal eben noch die Gegenstände. Oder? Erkunden wir beim nächsten Mal den Turm. Ich bin immer so ein bisschen unentschlossen. Ich will die Parts natürlich auch in einer gewissen Länge lassen. Ich weiß, einige von euch sagen, ah, oh, warum können die Parts nicht länger sein? Es geht ja auch darum, wir sind nicht die einzige Let's Play-Reihe, die ihr guckt. Das heißt, wenn ihr am Tag 2 Stunden zur Verfügung habt, dann. Willkommen in der Kriegsjungfer.
dann ehrt es uns natürlich in gewisser Weise, wenn ihr sagt, wir schauen, wie ich die 30 Minuten an, die ihr online stellt, aber es geht in gewisser Weise natürlich auch so ein bisschen darum, dass, so, da haben wir eben Erzbarren, ja, so viele brauche ich nicht, glaube ich, brauche, kommen wir 5 mit. Es geht da natürlich in gewisser Weise auch so ein bisschen darum, veredelte Mondsteine können wir aber auch nochmal mitnehmen, dass ihr einfach, ja, so ein schönes Video haben sollt, mit einer vernünftigen Laufzeit und in dem Fall dann auch einfach noch anderes Zeug gucken könnt. Wir wollen ja nicht eure komplette Zeit irgendwie in Beschlag nehmen, auch wenn es mich immer freut, wenn ich sowas höre wie, hör mal, kann so ein Part nicht mal über 30 Minuten gehen? Aber es ist einfach, es geht natürlich auch irgendwie um die Upload-Zeit, denn so ein Video, wenn ich hier 30 Minuten aufnehme, das sind 3 GB und dadurch, dass ich auch nicht die schnellste Upload-Verbindung habe, muss man an der Stelle einfach sagen, dass das dauert dann pro Video ein paar Stunden zum Hochladen. Das ist nicht so, dass ich auf den Knopf drücke und das Video ist innerhalb von 5 Minuten oben. Wenn das so wäre, würden wir wahrscheinlich täglich 100 Videos raushauen, aber so ist es halt nicht und man will euch auch nicht überfordern, dass wir zu viel haben, deswegen ist ja auch meistens immer ein bisschen Abstand, so 1-2 Tage zwischen einem Part. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber zumindest ist es noch so zum Zeitpunkt, wo ich jetzt hier dieses Video aufnehme. Denn wenn ich einmal im Skyrim-Fieber bin, dann nehme ich meistens auch Zeug am Stück auf. Gut, wir warten jetzt mal auf dem Haus. Nächstes Mal gehen wir rein und gucken uns meinen Zaubererturm an und schmieden uns diese fehlende Waffe. Bis dahin, ciao!